Die Nacht ist, zumindest für meine Arbeit und für meine Sendung, elementar wichtig, weil ich glaube, dass die Dunkelheit und die Nacht die Seelen öffnet. Und hier ist der Klaus und Klaus ist 54. Guten Morgen, Klaus. Klaus. Ich habe folgendes Problem. Ich habe heute dein Thema gesehen. Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Mhm. Dazu wollte ich erstmal sagen, ich habe einen Menschen getötet aus Habgier. Da warst du 18 Jahre. 19. 18 Jahre, ja, richtig. Und das verfolgt mich immer noch. Mein Mann ist vor 10 Tagen gestorben und. Mhm. Vor 10 Tagen? Es hat mich. Ich weiß, das soll man nicht sagen, aber es hat mich glücklich gemacht. Ich bin der Sieger. Er musste gehen. Ich fahre jedes Jahr im Sommer nach Lappland. Ich fahre ins Licht, dort geht die Sonne nicht unter. Und ich fahre in die Stille. Und das sind die beiden Dinge, nach denen ich mich während des Jahres so sehr sehne. Ich danke dir, Tod, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit mir zu unterhalten. Für mich gibt es keine Zeit. Aber ohne sie gäbe es mich nicht. Endet die Zeit, endet der Tod. Für den, der wirklich lebt, spielt Zeit keine Rolle. Es gibt immer nur den Moment? Der Moment ist die einzige Wirklichkeit, die ihr Menschen habt.